Beim Wandeln zwischen den Welten scheinen ganz eigene Regeln zu gelten und Geralt wird nicht müde, dies zu schelten, aber immerhin ist es ja selten. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher 3 Wild Hunt Part 212. Tja, beim letzten Mal sind wir bei dem Avalach, wie gesagt, ne, eingangs durch die Welten gefolgt, mussten irgendwelche Portale finden. Obwohl wir teilweise sehr viele Widrigkeiten zu bewältigen hatten, wie zum Beispiel irgendwelche tödlichen Dämpfe oder Sandwürmer, die uns attackiert haben. Sehr cool. Und jetzt sind wir anscheinend hier an unserem Ziel angelangt. Und zwar ist es ja unser Ziel, den Gales, ne, zu finden, der wiederum ein Hauptmann der wilden Jagd ist, ein General. Einen General haben wir ja bereits besiegt, nämlich den Imlerit, oder wie der hieß, ne? Genau. Den hat Geralt ja so schön, naja, guckt es euch einfach an. War auf jeden Fall ein sehr genialer Kampf, muss man sagen. Also ein furioses Unterfangen. Und ja, jetzt geht es hier weiter, denn der Gales, der weiß noch gar nicht, ob er dem Iridin überhaupt loyal gegenüber sein sollte, denn er war dem alten Herrscher treu ergeben und Iridin hat diesen hinterrücks gemeuchelt, also der hat den vergiftet, und davon weiß der Gales allerdings noch nichts, und Avalach hat natürlich dementsprechende Informationen und hoffentlich auch genug Beweise, um Gales diese näher bringen zu können. Somit bleibt uns vielleicht ein Kampf mit Gales letztendlich erspart. Aber das werden wir in dieser Folge hoffentlich erleben. Machen wir mal weiter. Durch Raum und Zeit. Oh, wer ist das? Und was wollen Sie hier? Ich glaube, wir sind für heute fertig, meine Tulpe. Sei so gut und lass uns allein. Ich denke doch, wir sind uns einig, dass dies eine Angelegenheit zwischen uns alleine ist. Kaivan Espane Eb Kaoman Macher und der Hexe aus Riva, Catmill. Gefällt dir mein neues Modell? Sie hat was von Lara Dorn. Findest du nicht auch, Kaivan? Ihre Größe vielleicht, sonst nichts. Ah, ich habe einen wunden Punkt getroffen, wie ich sehe. Wechseln wir also das Thema, ja? Etwas zu trinken? Mir ist nicht nach Trinken. Obwohl, wenn wir das jetzt ablehnen würden, wäre das ja unhöflich, ne? Also sagen wir mal, ja, ich hätte gern was zu trinken. Ich denke mal nicht, dass er uns vergiften wird. Denn er scheint ein Ehrenmann zu sein. Hast du Schnaps? Ach ja, ich vergesse immer wieder, dass ihr diesen schändlichen Schmutz nicht anrührt. Ich muss zugeben, dass es eine Überraschung ist, dich hier zu sehen, Hexer. Interessante Wahl der Verbündeten übrigens. Glaubst du, dass Avalach ehrlich mit dir ist? Nur aus Neugier. Gute Frage. Nein, aber das ist egal. Auch nicht schlecht. Stimmt, der kann uns ja die ganze Zeit in eine Falle locken wollen, ne? Ohne dass wir das wissen. Also möglich wäre das hier in The Witcher 3, ne? Also es wäre nicht das erste Mal, dass uns ein scheinbarer Verbündeter hintergeht. Siehe Dijkstra. nein, aber das ist egal. Oh, ich sag mal nein, genau. Geben wir uns mal nicht zu naiv, also nein. Nein, aber Ehrlichkeit ist keine Facette eurer Spezies. Also hör auf, Gift zu spucken, das bringt dir nichts. Ich meine, einen Anflug von Ungeduld in euren Zügen zu erkennen. Was führt euch also her? Ich bin gekommen, um dir zu sagen, wer unseren König getötet hat. Du hast viel auf dich genommen, um mich zu erreichen. Dann wirst du wohl ähnlich großen Aufwand in die Vorbereitung dieser Lüge gesteckt haben. Du sollst die Wahrheit sehen. Du wirst sie träumen. Du hast einen Oneiromanten? Mein Eindruck war richtig.
Dies wird interessant. Na, das hört sich gut an. Er lässt sich immerhin schon mal drauf ein. Hier entlang, bitte. Genug geredet, gehen wir. Nein. Hier entlang, bitte. Wir bitten ihn ja immerhin. Darauf kannst du wetten. Hier entlang, bitte. Hexer Geralt, wahrhaftig ein Mann der Tat. Darf ich erfahren, wohin wir gehen? In die Welt der Enseid. Diesmal direkt. Gehen wir, bevor noch Wachen kommen. Ja. Er hat sie gut getroffen, muss man sagen. Interessant. Tja, ein Künstler sieht seine Objekte halt ein bisschen anders, ne? Siehe Picasso, ne? Oder Van Gogh. Die haben die Welt ja so gezeichnet oder gemalt, besser gesagt, wie sie sie wahrgenommen haben anscheinend. Zumindest haben sie das immer gesagt. Vielleicht haben sie auch ein bisschen nachgeholfen, dass sie die Welt so wahrgenommen haben. Ich weiß es nicht. Will es vielleicht auch gar nicht wissen. Nichtsdestotrotz waren das große Werke, ne? Die sie der Welt geschenkt haben. Oh, okay. Unseren Gast muss ich wohl nicht vorstellen. Sei gegrüßt, Cyrael. Es ist also wahr. Schwalbe und Fuchs sind Freunde geworden. Du kannst uns nicht gegeneinander ausspielen. Avalach hat dich erpresst, weißt du nicht mehr? Hat versucht, dich in das Bett unseres Königs zu zwingen. Hat deinen Körper behandelt wie eine Schweinehälfte. Ich erinnere mich. Aber ich weiß auch noch, was du Eredin geraten hast, mit mir zu machen, wenn er mich hat. Und ich weiß noch, was die Roten Reiter in Kaer Morhen getan haben. Ich bin nicht hier, um zu diskutieren. Der versprochene Beweis. Wo ist er? Du wirst ihn sehen. In deinem Traum. Ach ja, die Uneiromantin. Visionen, die nicht erzeugt werden können. Willst du mir zeigen, wie Eredin unseren König ermordet hat? Und dann? Soll ich die Enelle gegen Eredin aufstacheln? Eine Revolution ausrufen und Avalach zum neuen König erklären? Nein. Verweigere Eredin den Dienst, das ist alles, genau. Du wirst tun, was du willst. Genau, bringen wir es direkt auf den Punkt. Nein, verweigere Eredin den Dienst. Genau. Zu viel des Eigenlobs. Biete Eredin die Stirn, das ist alles. Ach, bitte. Möge euer Orakel Träume der letzten Momente meines Königs beschwören. Wir werden sie alle träumen, um Missverständnisse auszuschließen. Warum nicht? König ist tot. Lang lebe der König. Ihr müsst ihm zu euren Bedingungen entgegentreten. In dieser Welt, an einem Ort eurer Wahl. Das ist eure einzige Chance. Segelt nach Skellige und sucht den Sonnenstein. Damit ruft ihr die Nagelfahr herbei. Eredin wird dabei sein. Sollte er Verstärkung anfordern, wird kein Enelle reagieren.
Du hast gerecht gehandelt. Es wird sich ein neues Portal nach Tirnalia öffnen. Ich werde es stabilisieren und du wirst zurückkehren. Komm mit mir. Er könnte auch alles vorgetäuscht haben, damit wir ihn gehen lassen. Verdammt, wir hätten ihn zwingen sollen. Beruhige dich. Avalach kennt ihn besser. Wir hören, was er zu sagen hat, wenn er zurück ist. Wenn man vom Teufel spricht. Geralt macht sich Sorgen. Er meint, wir hätten Gils zu einfach gehen lassen. Ich traue ihm nicht, ich will nur vorsichtig sein, genau. Aber wie gesagt, Avalach kennt ihn ja besser und wahrscheinlich auch wesentlich länger. Die werden ja auch wahnsinnig alt, diese Elfen. Ja, ich will nur vorsichtig sein. Man kann nie vorsichtig genug sein. Stimmt. Und doch glaube ich, dass Gild sein Wort halten und Eredin nicht unterstützen wird. Sieht aus, als hättest du einen Plan. Willst du ihn uns erzählen? Wenn wir den Sonnenstein mithilfe deiner Zauberinnen und ihrer Magie gefunden haben, locken wir Eredins Schiff in eine Bucht an der Küste von Undvik. Wir legen einen Hinterhalt, stellen ihm eine Falle. Sobald der König der Jagd kommt, lassen wir sie zuschnappen und töten ihn. Einfach so? Eredin zu besiegen wird nicht einfach, aber wir werden es schaffen. Such die Logenzauberinnen und komm zum Hafen. Dann segeln wir nach Skellige. Wow. Und ein Achievement. Sehr geil. Was ist denn ja und kommen. Ja, haben wir soweit geschafft. Aber der hat uns irgendwie schnell geglaubt, der Gels, ne? Also, ich meine, das hätte ja auch alles eine Illusion sein können. Schwierig. Können wir ihm trauen, aber ich glaube schon. Weil er war ja doch relativ entsetzt, so wirkte er zumindest, ne, weil er so kurz innehielt und alles. So, jetzt können wir noch Yennefer helfen, um die Margarita zu befreien. Eine weitere Logenzauberin. Was unsere Chancen natürlich wieder deutlich verbessert. Macht mich nervös, wenn die überall die Türen klappen. wo war sie denn? Yen? Nee, das war ja die Abstellkammer, genau. Nee, das ist Philippa. Verdammt, nee, die ist ganz woanders. Ja, jetzt sehe ich es erstmal. Ich sollte vielleicht mal auf die Karte linsen. Auf die Minimap. Aber großartig. Also dieses ganze Universum auch, ne? Finde ich richtig cool. Ja, von Andrei, oder so wird er ausgesprochen, glaube ich, Andrei Sapkowski erdacht wurde, ne, dieses Universum. Also ich glaube, da könnte man auch, ne. Es stinkt nach Verwesung, menschliches Fleisch. Mhm. Warum sagt er das jetzt hier an dieser Stelle? Weil wir in den Slums sind von Novigrad? Nein, ne? Na doch, könnte sein, aber... vielleicht sollte ich trotzdem mal die Hexersinne aktivieren und mich mal näher umsehen. Ja, schon. Dem Hexer gefallen fast alle Frauen, solltest du wissen. Also musst dir nichts drauf einbilden. Bis auf die Mumen natürlich. Ne? Wenn man die überhaupt als Frauen ansehen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind es weibliche Charaktere, sagen wir es mal so. Na, so teuer bin ich nicht. Also manche haben mir fast gar nichts bezahlt, wenn es danach geht. Nein. Moment. Nee, also hier ist nichts weiter, würde ich sagen. Also
Das war wahrscheinlich bloß so eine beiläufige Bemerkung, die der Hexer dann irgendwann mal von sich lässt. Von sich gibt. So, das wollte ich sagen. Bin immer noch leicht erkältet. Oh, ach so, ja, sie war im Puff, genau. Da guckt sie sich um nach irgendwelchen Zauberinnen, okay. Aha. Die tragen wohl gerne so eine Googeln. Die Zauberin. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Erspar mir die Standpauke. Ja, das war trotzdem Ciris. Und es hat ja gut funktioniert, also. Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Nicht sauer? Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Richtig. Wegen der Loge. Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann's ihnen nicht verdenken. Nö. Wohl wahr. Was machst du hier? Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und? Sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Aha. Wer ist es? Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Deiriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Oh, okay. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Hey. Na nu. Schnapp ihn dir lieber. Klar. Die große Flucht, jetzt flieht er schon wieder. Ist gerade mal aus dem Knast draußen. Menschen werden jeden Tag wilder. Pass auf, wo du hingehst, ja? Fantastische Vorstellung. Oh nein, jetzt noch. Die Leiter auf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Ja, sieht so aus. Schnappen doch! Ah. Statt er ihn schnappt. Aber gut. Ist halt so gedacht. Hä? Ja, ich warte hier schon mal auf ihn. In aller Ruhe. Hallo. Hey. Oh. Obwohl das auch cool ist hier, ne? kann ich nicht irgendwas machen? Doch. Endlich. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts.
Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Deiriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Wie bist du entkommen? Was ist mit der Wache? Na, erstmal, wie er entkommen ist, ist ja interessant. Angeblich kommt niemand lebendig aus Deiriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Clever. Wie hast du deinen Tod vorgetäuscht? Ja, ich meine, die werden ja auch... Na, vielleicht haben sie nicht so genau hingesehen. Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze. Und auf dem Gefängnishof habe ich Tonkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Cool, aber er lebt. Und das geht ihm gut. Ist nur ein bisschen schmutzig. Können wir in die Kanalisation? Ja, bestimmt, ne? Was ist mit der Wache? Es heißt, dass Deiriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum. Geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun... Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. Den Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Müssen wir das? Ich meine, als Hexer, da sind wir ja, ne? Da können wir ja jede Menge ab. Können wir durch die Kanalisation rein, ne? Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Haha, sehr schlau. Super. Danke für die Hilfe. Ja, das war's ja. Also von ihm ein bisschen holen. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Und jetzt interessant, was er über die Wache gesagt hat, ja. Das stimmt, dass die saufen. Könnte man ja auch so ein bisschen nachhelfen, ne? Mit ein bisschen Gift oder was so. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Ja, Sultan hat noch jeden besoffen bekommen. Optional, okay. Das ist optional, ja, mit Sultan. Ist ja cool. Wenn wir das nicht tun, haben wir es wahrscheinlich ungleich schwerer. Dann müssen wir mehr kämpfen oder so. Ja, aber warum nicht, ne? Ich meine, das verschafft uns vielleicht extra Erfahrungspunkte, wenn wir uns an Sultan wenden. Ja, das mache ich. Auf jeden Fall, klar. Wozu hat man denn Freunde, ne? Dass sie einem helfen, natürlich. Und dass man ihnen hilft. Das ist ein Geben und Nehmen. Ihm haben wir ja auch geholfen, also insofern. Passt das schon? Er ist da auch da drin, ne?
was Besonderes? Also jetzt, benimm dich. Da ist er ja. Siehst du weiter? Zoltan? Geralt? Spielbeginn, genau. Wir brauchen deine Hilfe, um Margarita zu befreien. Was machst du ja eigentlich? Das interessiert mich auch, ne? Novigrad ist wohl kein sicherer Ort mehr. Warum bist du noch hier? Ich wollte mein eigenes Geschäft aufmachen, aber daraus wurde nichts. Meinen Kredit muss ich jetzt trotzdem abzahlen. Ich würde gerne dem Krieg oder menschlichem Verrat die Schuld geben. Aber die Wahrheit ist, dass ich selber schuld bin. Ich würde lieber nicht drüber reden, Geralt, wenn es dir recht ist. Ist okay. Wir brauchen deine Hilfe, Margarita. Der hat ja alles verspielt, ne? Also der hat ja sogar die Eule, also sprich Philippa Eil hat verspielt. Wenn sich jetzt über diese Äußerung wundert, einfach die letzten Folgen ansehen, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Ja, wir brauchen deine Hilfe, um Margarita zu befreien, genau. Margarita wird in Deria gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst und fahr ihn nach Oxford. Yennefer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Genau. Bis dann. Schön mit dir zu reden, Sultan. Bis später. Immer wieder in Freude, genau. Ach so. Hier ist ja unsere Kiste. Sicherheitshalber werde ich hier mal die Schwerter, die ich jetzt erstmal nicht brauche, hier unterbringen. Oho. Warum habe ich denn die mitgenommen, bitteschön? Die sind ja wohl nur unnötiger Ballast. Hauptsache sie bezahlen und schlagen. Okay. war hier nicht irgendwo der Schmied in der Nähe? Oder ein Händler? Nee. Beim Wirt kann man das, glaube ich, auch nicht loswerden. Sprich bei Rittersporn. Vielleicht. Probier's mal. Du bist es, der weiße Wolf. Der berühmte Geralt von Riva, hab ich recht? Du hast ja von mir gehört. Von dir gehört? Ich weiß alles über dich, was es zu wissen gibt. Von Rittersporn persönlich. Der erzählt immer Geschichten von dir und euren gemeinsamen Abenteuern. Von eurer Drachenjagd. Wie ihr den Silvan im Hanf überlistet habt. Der Kampf um die Brücke. Wie er dich vor Banditen gerettet hat. Die Geschichte würde ich auch gerne mal hören. Rittersporns Geschichten und Balladen werden nie langweilig. Ach, was werden sie alle gucken, wenn ich erzähle, dass der Wolf selbst die Geschichten gerne hört? Nun sag mir, was ich für dich tun kann. Willst du dir die Kehle anfeuchten oder soll ich direkt die Mädchen rufen? Nö, ich möchte erstmal handeln. Ich würde gern was, eher verkaufen. Ich hoffe mal, er nimmt das an. Was hast du Gutes zu trinken? Nee. Gut, hätte ich mir auch denken können. Naja. Wollen wir nicht weiter mit ihm palabern. Gut, naja. Was soll's? Gehen wir einfach weiter. Willst du ihn? Die Wilde jagt euch alle Unwesen in der Stadt. Was soll die Eile? Hast keine Angst, nicht? Okay, rufen wir mal unser Pferdchen. Elfin. Ja. Sucht lieber das Weite, ihr armen Anderlinge. Die Zeiten sind ungünstig für euch, sagen wir es mal so. Aha, müssen wir jetzt direkt nach Ochsenfurt? Sieht fast so aus. Aber hier ist der Fahrenhändler, super. Na, dich habe ich doch gesucht, Junge. Berge bewegt. Ja. Ich sehe mich mal. Weg damit. Immer noch kleine Runensteine, die wir nicht brauchen. Ja. Na. Jo. Nö. Der Rest ist groß, die können wir gebrauchen. Willst du nicht lieber in der Stadt handeln? Genau. Er ist eigentlich kein Anderling, also von daher. So nahe bei Novigrad. Willst du nicht lieber innerhalb der Stadtmauern handeln? Die Gilden dort. Deren Mitglieder sprechen die Preise ab, damit kein Wettbewerb aufkommt. Ach so. Ich habe hier ein solides Geschäft. Niemand belästigt mich.
Keine Mauern sperren mich ein. Die Weite ist an sich schon herrlich, da wirst du mir zustimmen. Ja. Leb wohl. Wir sehen uns wieder, das weiß ich. Und Kundschaft wird da trotzdem genug haben, weil die müssen ja alle hier, die nach Novigrad wollen, müssen ja alle hier vorbei, ne? Letztendlich. Oh je. Okay, jetzt gucke ich mal kurz auf das Kärtchen. Weil, wenn es jetzt direkt nach Ochsenfurt gehen soll, dann... Ja, soll es. Dann müssen wir uns gar nicht lange... Die große Flucht. Müssen wir uns gar nicht lange hier aufhalten, sonst können wir uns direkt beamen. Na, nehmen wir mal den nächsten Wegweiser. Beweg dich! Die Musik hat sich irgendwie verändert, oder war die immer so? Heya! Das Anschlagbrett ist leer. Aber hier war der Wegweiser. ganz unscheinbar. Neben einem Haus direkt, ja. Oder an einem Haus. Bisschen komisch, aber gut. So ist es halt. Bald kann ich meine Fähigkeiten ausbauen. Brauche nur noch einen Fertigkeitspunkt. Vielleicht ist da einer. Vielleicht sollte ich mir das mal ansehen. Also dann zwei Fragezeichen direkt nebeneinander. So. Ich gehe mal da kurz hin, Leute. Und, ja, vielleicht ist es auch bloß ein verlassener Ort oder dergleichen, ne? Aber, wie gesagt, werden wir jetzt mal herausfinden. Hier war ich noch gar nicht, oder? Doch, einmal auf der Durchreise muss ich hier gewesen sein. Sonst wäre das ja nicht freigeschaltet worden, ne? Okay. Erstmal zum ersten Fragezeichen. Ich hoffe mal, dass einer davon ist. Ja, eines davon ist der Schrein. Das wäre cool. Könnte sein, ne? Also irgendwo weit oben. Oh nee. Ich hasse Berge. Doch, das sieht danach aus. Super! Cool, ja. Das lohnt sich. Ort der Macht. Sehr gut. Haben wir doch noch nicht alle gefunden. Nein, alle sowieso noch nicht. Ein Ort der Macht. Ja. Cool. Und jetzt haben wir 5 Fertigkeitspunkte und ich kann meine Fähigkeiten ausbauen. Sprich, dass mein Blutungsschaden größer wird. Ich hoffe mal, das addiert sich denn mit dem Blutungsschaden des Schwertes. Das wäre natürlich genial. Okay, Moment. Das zweite will ich der Vollständigkeit halber auch mir noch ansehen. Mach mal eine kleine Exkursfolge heute. Los, lauf! Juhu. Schön, ne? Mit der Mühle haben wir doch gekämpft gegen unseren ersten Greif, glaube ich. Auf jeden Fall war da auch eine Mühle. Ich weiß nicht, ob es gerade die Windmühle war. Ah, bewachter Schatz. Na gut. Ach, Banditen. Was? Kommt, da ist noch einer. Nee, wir haben nur Müll dabei. Müll. Brauchen wir nicht. Den könnt ihr behalten. Aber... Knödel, ja, ist was Essbares, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Anfängerreparaturset ist egal. Für den Notfall reicht es auf jeden Fall. Und Bernstein, Rubin, Schema, Zwergenklinge, cool, haben wir auch noch nicht gehabt, ne? Ohren, Dunkelsteinbahn, Schweinehaut, das Teil kannst du, ja, ist Schrott, sagen wir so. Brauchen wir nicht. Mit Schrott müssen wir uns nicht abgeben. So, dann gehe ich erstmal wieder zurück zum Wegweiser, Leute. Und an der Stelle würde ich dann gleichzeitig diese Folge beenden wollen. Also, beim nächsten Mal treffen wir uns dann mit Yennefer in Ochsenfurt, um in den Knast einzubrechen. Klingt seltsam, ist aber so. Also dann, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Chuck. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Bis denn.